Die nächste Rednerin ist von der Nähe und es ist Fiona Fiedler. Hier und zu Hause, liebe gehörlose Menschen. Im Juli haben wir diesen sogenannten Pflegebonus hier beschlossen. Und seither langen unzählige Mails ein, dass genau dieser Bonus an der Lebensrealität der Pflegekräfte vorbeigeht. Es wurde auf Berufsgruppen vergessen und auf verschiedene Anstellungsverhältnisse vergessen oder sie wurden absichtlich ausgelassen. Und diesen Bonus gibt es nur für 2 Jahre. Eine relativ teure Schönheitsaktion, hätte ich einmal gesagt. Langfristig bringt das für unser Gesundheitssystem halt leider nichts. Dementsprechend hat das Gesetz unserer Meinung nach einen Konzeptionsfehler. Versprochen wurde 1 Monatsgehalt mehr für jede Pflegekraft. Aber die Bundesländer haben unterschiedliche Höhen festgelegt. Teilweise funktioniert es mit Leiharbeitern, teilweise nicht. Jetzt wollen wir das richten. Die Frage ist nur, was ändert das? Das Budget bleibt gleich und die Bundesländer in den Krankenhäusern greifen auf Leihpersonal zurück, haben oft schlechtere Arbeitnehmerbedingungen etc. Ein Monatsgehalt mehr pro Pflegekraft wird sich auf Dauer nicht ausgehen. Und es ändert auch nichts, dass Krankenhäuser und Pflegeheime als Arbeitgeber einfach nicht mehr attraktiv sind. Und genau das ist das Kernproblem. Wir haben 45 verschiedene Kollektivverträge in der Pflege. Wir haben einen Wettkampf um Arbeitskräfte zwischen den Bundesländern. Und wir haben Pflegepersonal, das über Leiharbeitsfirmen arbeitet. Das ist dann fürs Personal gut, weil es sich die Arbeitsbedingungen aussuchen kann. Aber erstens erschwert es uns einen Überblick. Zweitens reduziert es die Personalkosten der Krankenhäuser und verfälscht so die Informationen über die stattfindende Pflege. Warum kann man das bitte nicht ordentlich machen? Und dann heißt es, oh, die Bundesländer sind für die Pflege zuständig, da kann man nichts tun. Wenn ich richtig informiert bin, wird der Finanzausgleich ja gerade verhandelt. Wie wäre es denn, wenn man da für die Bundesländer die Aufgabe stellt, Pflegekräfte ordentlich anzustellen, ein gleich gutes Niveau bei der Bezahlung herzustellen und gute Arbeitsbedingungen zu garantieren? Weil dann könnten wir langfristig und zielorientiert an einer Lösung arbeiten. Und es gibt keine Diskussionen mehr, wer welchen Bonus kriegt oder nicht kriegt. Und wir würden die Pflegekräfte ernst nehmen und nicht als zu Bittstellern für Geldgeschenke machen. Schön wäre, wenn Sie Interesse an Reform und Weiterentwicklung zeigen könnten, weil dann hätten Sie auch unsere Unterstützung. Danke. Es gäbe rund 45 verschiedene Kollektivverträge für die Pflege. Fiona Fiedler von der NEOS appelliert daran, die Angestellten in der Pflege gleich zu entlohnen. Dann würde sich auch die Diskussion über die Höhe und die BezieherInnen des Pflegebonus aufhören.